Seit einigen Jahren bin ich eigentlich extrem fasziniert vom Bergsteigen und besonders vom Highline in Kombination mit dem Bergsteigen. Und die Seven Summits der Welt, also der sieben Kontinente, die sind noch relativ unerreichbar, vor allem mit Corona jetzt völlig unerreichbar geworden für mich. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich der beste Zeitpunkt jetzt, um mich mal ein Jahr lang auf die Alpen zu fokussieren. Als ich vor ein paar Jahren schon mal herum war, haben wir unfassbar coole Highline gemacht, die höchste Highline Deutschlands. Und ja, als ich die Highline damals gemacht habe, ist mir so ein bisschen ein Gedanke gekommen, nämlich habe ich schon mal von den Seven Summits der Alpen gehört, also die sieben höchsten Gipfel von den sieben Alpenländern. Und die Zugspitze ist einer davon. Und dann ist mir gekommen, ich muss mal nachschauen, ob man nicht vielleicht an die anderen Gipfel auch eine Highline spannen kann. Ja, die Highline, die wir an der Zugspitze vor ein paar Jahren machen durften, das war leider eine ziemlich einmalige Gelegenheit. Es ist extrem schwierig, da oben eine Genehmigung zu bekommen und ich habe wirklich alles versucht, jetzt dieses Jahr nochmal hier oben eine Highline zu spannen, aber es hat nicht sollen sein und manche Dinge, die müssen einfach einmalig bleiben. So wird es jetzt die Zugspitze nicht als Wiederholung geben in dem Jahr. Wenn man so ein Projekt, was ja eigentlich aus 6 oder 7 Einzelprojekten besteht, anfängt zu planen, dann ist das eigentlich nicht sozusagen die erste Tour, die man anfängt zu planen und dann geht man los, sondern es sind eigentlich jetzt schon viele Monate der Vorbereitung, wo ich eigentlich mit verschiedensten Parteien am Telefonieren, am E-Mail schreiben bin und eigentlich vorab versuche, irgendwie herauszufinden, ob ich überhaupt eine Chance habe, bei diese anderen 6 Berge da eine Genehmigung zu bekommen, weil da liegen viele Nationalparks, da gibt es natürlich verschiedenste Regularien, der Mont Blanc ist natürlich auch einfach ein wahnsinnig frequentierter Berg, bei dem man ganz viel beachten muss, die Hütten irgendwie ein Jahr lang im Voraus planen muss und so. Und das macht es alles unfassbar kompliziert, sodass ich mir eigentlich jetzt schon einfach in den letzten Wochen ein paar Mal gedacht habe, ob das überhaupt so clever ist, diese 7 bekanntesten Berge der Alpen sozusagen da jetzt als Projekt sich zu suchen. Aber mei, es sind halt einfach 7 Berge, die einfach wahnsinniges Charisma haben, die viele Leute anziehen und wo ich natürlich auch ganz gern einfach einmal auf möchte und meine eigene Spur dort vielleicht irgendwo auch zeichnen möchte. Richtig geil aus. Verspricht eigentlich ein guter Tag zu werden, wenn man in die Richtung schaut. Wenn man in die Richtung schaut zu den Wolken, nicht so. Bin mal gespannt. Also. Aber jetzt gehen wir einfach mal so schnell wie wir können auf und dann wird schon klappen. Ich liebe Sonnenaufgänge. Das ist so schön. Egal was kommt, das war es auf jeden Fall schon wert. Ja, heute ist die Antonia dabei, meine Freundin und der Markus, sozusagen ein Highline-Schüler, war bei mir im Highline-Kurs und jetzt inzwischen geht er mit auf die höchsten Berge. Ganz schön Winter hier. Brutal. Das nennen die August. Ich bin ja eigentlich ein Slackliner und zum Alpinismus eigentlich erst, sage ich mal, so mit dem Slacklinen dazugekommen und habe eigentlich die letzten Jahre immer extrem viel dazugelernt, bin gewachsen an meine eigenen Projekte. Eigentlich bin ich kein Alpinist, ich habe mir das alles irgendwie selber beigebracht, habe es mir von Freunden irgendwie beibringen lassen und habe einfach versucht, meine Fähigkeiten auszubauen, damit ich halt diese Highlines machen kann, wo ich halt echt Bock drauf habe. Und ich glaube, ich kann sagen, am Ende wird das Ganze Erfolg sein, wenn niemandem irgendwas passiert. Weil ich glaube, für mich ist das Allerschwierigste, dass ich irgendwie ja doch derjenige bin, der sich das ausdenkt hat und der andere Leute dann sozusagen irgendwie mit auf meine Projekte nimmt. Und gerade bei meiner Freundin, bei der Antonia, ist natürlich auch so, dass die genauso wie ich auch irgendwo noch nicht so viel Erfahrung mit diesen hohen Bergen hat. Und da ist schon natürlich so eine gewisse Angst da, dass halt bei so einem Projekt was passieren kann. Und das war natürlich das Allerschlimmste. Graus ist mir aus den Schuhen raus jetzt. Saukalt ist.
Entspann dich, alles gut, gut. Genau, der Plan war ja eigentlich bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hier oben einfach einen gemütlichen Highline-Tag zu haben. Ist mal wieder richtig gut aufgegangen. Sau schwer, aber geil. Und jetzt ist mal gar nicht mehr so kalt. Was antut, das weiß ich auch nicht. Ich glaube einfach, weil man es sich nie so vorstellt, wie es dann wirklich ist. Ne? Ja, ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass die Sonne rauskommt. Aber dass jetzt hier so Firnbildung auf der Line geschieht und so, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ziemlich crazy, aber mein Gott, keine Ahnung. You live and learn und jede Erfahrung ist irgendwie wert. Wenn wir am Ende vom Gletscher ankommen, so ein Scheißwetter. Brutal, ich freue mich, wenn wir unten sind. Bis wir die Autos erreichen, ist uns zwar allen wieder warm, wir wollen aber trotzdem nicht zu weg hier. Das Wetter hinter uns am Großglockner blühtet und wir haben ein neues Ziel vor Augen. Weiter nach Italien. Jetzt ist halt so, die Berge, die sieben Berge, die verstreuen sich auf die ganzen Alpen und es macht auf jeden Fall, denke ich, Sinn, dass man versucht, gerade in die Westalpen irgendwie in einem Trip mehrere Berge zu machen. Also ich stelle mir eigentlich ganz cool vor, dass man irgendwie in Gran Paradiso zum Akklimatisieren und als erste höhere Highline über 4000 Meter machen könnte und dann einmal schauen, ja, irgendwie Dufourspitze, Mont Blanc und sowas vielleicht in demselben Trip, wenn es wirklich gut läuft, wenn man gutes Wetter hat. You know what, I'm more involved in this project than I thought I was going to be. Honestly, I was kind of sold this project to come along and take a few photos and be in the mountains, which I thought was going to be a nice easy few days. But as we talked through the plans earlier, it seems like I'm going to have a role in actually helping to set up the line, which is a little bit nervy. Hopefully, the first high line that I assist in setting up will go well. Fasziniert mich beides. Also Highline auf der einen Seite. Als ich ihn Lukas kennengelernt hat, konnte ich ja, zwischen zwei Bäumen Slackline und er hat mich hat mir gezeigt, wie die Welt des Highlines aussieht und das jetzt eben zwischen zwei Berggipfeln zu machen, ist eine Wahnsinnschance und eine tolle Erfahrung. Und selbst und als bevor ich Lukas kennengelernt habe, war ich selber, ich würde mal sagen, eine ambitionierte Wanderin. Und seit wir in die Berge gezogen sind, wurden die Ziele immer größer. Und damit ist es auch dieses Ziel, einfach diese Berge zu besteigen, durchaus mit dabei. Ja, kurz vor vier und wir gehen hoch zum Gran Paradiso. Motiviert? Was? Ich schon. Ist geil, oder? Line geht genau darüber zum Turm. Komplett hier über die Gap. Richtig, richtig cool. Richtig Bock. So viel Wind. Ja. Bitte. Oh,
ist crazy mit dem Wind. Absolut crazy. Jetzt muss ich meinen Anker mal hier noch ein bisschen säubern, vernünftig aufbauen. Und dann ja, schauen wir mal, wie es geht. Man sieht es hinter mir. Ich weiß nicht so genau, wie laufbar dieses Slackline sein wird. Schauen wir mal, ob der Wind noch nachlässt. So that is kind of like the main anchor on the very back, which is actually not loaded, like the red ropes are not loaded yet. The white sling is half loaded, attaching the blue rope to it. It's a Dyneema core rope, so it has no stretch. So it runs around here. It's not always protected, but it's kind of alright. On the bad spots, I have some protection, like here over the sharp edges. And then all the rope strands run to the front. And here comes our second anchor, which is just a gigantic block, but it's literally just lying there. So this is also the second main anchor, where a Dyneema core strand runs to the front. And here comes our third anchor in place, which is another block, which is also attached to, well, the main anchor of the slackline. So here we go, it's looking a bit more complicated here because all the strands are running into each other and they're all attached to the two shackles which basically hold the slackline and the backup going over to this other side. It's a beautiful spot, it was really challenging especially with the wind. Now it's a little bit calmer, I hope it stays like that so the walking's gonna be more mellow. But yeah, I'm really excited. I'm starting to be really excited to get on this thing. The anchor on the other side is as good as mine, and yeah, I'm really, really excited to find out what's happening. Oh Gott, du Arme, du musstest du leiden. Oh Gott. Alles gut, Johnny. I think there's a fine line between craziness and genius, and Lucas walked that line pretty closely, I think. But he did it. It's been beautiful. It's been warm. It's pretty late in the afternoon now, so I think we're gonna pack up and try and get down in one piece. Ich bin verdammt froh, dass trotz meiner Zweifel, trotz des Windes und trotz all dieser Widrigkeiten dieses Projekt geklappt hat. Ein weiterer Berg ist geschafft und nun ist es an der Zeit, zur Dufourspitze aufzubrechen. Ja, es ist ein brutales Ambiente, es ist wirklich unglaublich. Die ganzen Gletscher und hohen Berge da, alle 4000er. Ja, ist schon brutal. Unser Gipfel war jetzt gerade noch in die Wolken, aber morgen ist dann hoffentlich besser. Bin echt gespannt, echt schön hier. Ich bin sehr gespannt, was das morgen wird. Das letzte Mal, als ich hier war, haben wir es nicht zum Gipfel geschafft, wegen Sturm und Schlechtwetter. Und ich hoffe wirklich, fingers crossed, dass das morgen klappt, dass wir da in der Sonne, in gutem Wetter nach oben kommen.
Gott sei Dank. Es war irgendwie sogar durch Zufall, dass ich im Frühling hier war an der Dufour-Spitze und selbst den Gipfel einfach so machen wollte zum Skifahren. Und fand aber die Idee auch cool, eine Slackline zu machen. Und mit dem Projekt Seven Summits war mir von Anfang an klar, bei jedem Projekt, bei jeder Slackline will ich nicht dabei sein. Manche sind nichts für mich, aber die Dufour-Spitze, die passt wie die Faust aufs Auge zu mir. Also da bin ich richtig happy, dass ich dabei sein kann. Da kommt alles zusammen, da kommt einfach ein super anspruchsvoller Anstieg zusammen. Die große Höhe, die natürlich bei alle Seven Summits eine Rolle spielt. Aber dann auch noch oben eine super komplexe Line, die auch schön exponiert ist. Also, wir sind hier angekommen und ich habe gesagt, im Winter war das Frühstück frühestens um 4.30 Uhr, hat sie extra für uns früher gemacht, war Ausnahme. Dann haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es diesmal auch, da wir wirklich früh dran sein wollen, wäre 4.30 Uhr ist zwar hart, aber wäre vielleicht okay. Und dann sind wir angekommen. Und die Wirtin hat uns erzählt, wann es Frühstück geben wird. Also wir werden um 2 Uhr frühstücken. Jetzt ist es 20 Uhr. Ja, die Uhr tickt. Schauen wir, dass wir ins Bett kommen und noch ein bisschen Schlaf kriegen. Ein unglaublicher Ausblick auf der Terrasse. Morgen geht es dann los zur Dufour-Spitze. Ein wenig Sorge habe ich dennoch. Nicht wegen der Dufour-Spitze, aber wegen dem Mont Blanc. Während ich mich hier eigentlich auf den Berg vor mir konzentrieren sollte, muss ich trotzdem die ganze Zeit daran denken, wie wir am Mont Blanc vorwärts kommen. Und dafür brauche ich nicht nur das richtige Wetterfenster, sondern natürlich auch wieder ein paar Leute, die mich begleiten wollen. Da sowohl Marc als auch Markus erst Mitte der Woche Zeit haben, beschließe ich also, das eigentlich gute Wetterfenster zu Beginn der Woche ziehen zu lassen und mich voll auf die letzte Chance, das Ende der Woche zu konzentrieren. Jetzt aber steht erstmal das Abendessen auf dem Programm, früh schlafen gehen und morgen Vollgas geben. Ich merke schon die Höhe. Es ist brutal, was man alles über die Atmung machen kann. Man muss einfach echt total konzentriert atmen. Das macht so einen Unterschied. Da sind wir happy, hä? Ja, das ist richtig schön. Perfekter Tag, perfekte Tour, perfektes Team. Ah, gigantisch. Richtig berg. Es ist ganz schön anspruchsvoll, du. Ja, die Highline. Also bis jetzt haben wir es mal einen Gipfel geschafft und war schon teilweise grenzwertig. Wir sind uns nicht ganz sicher, wo der beste Platz für die Highline ist. Also ich würde Folgendes vorschlagen, Quirin. Du gehst da mal davor und schaust dir das mal an. Und ich schaue mir dabei mal die andere Option hier an. Wir haben 30,0 Meter Band. Komplett, genau. Okay. Ja, wir haben ein bisschen unter Zeitdruck sind wir auch. Wir wollen jetzt nicht ewig rumtun. Aber ich denke, wir haben die beste Option gefunden. Nicht ganz einfach.
nicht ganz einfach, weil die Felsen nicht perfekt sind. Sie sind jetzt nicht bröselig, das wäre übertrieben, aber perfekt sind sie halt nicht. Und die Länge ist auch ganz schön lang. Also wir hoffen, dass unsere 30 Meter Slackline überhaupt reichen. Es schaut schon sehr gut aus, ja. Wir schätzen halt. Normalerweise soll es reichen. Lukas, Ballen Anker auf! Wir sind gleich soweit. Den Knoten, Lukas, den Knoten rausmachen! Sonst geht doch kein Tape drüber. Sag mal langsam, Lukas, ich häng bei mir mal in die Banane ein. Im Grunde könnt ihr das backuppen, dann passt's. Ja, Schwede. Oh Gott. Ich muss irgendwas essen. Oh, leck mich am Arsch. Wir haben gerade aus der ungefähr einfachsten Line den kompliziertesten Rig ever gemacht. Und ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Na, Mann, ey. Einfach nur, weil wir uns eingebildet haben, die Line zu machen, die genauso lang ist wie das Webbing. Was nie eine gute Idee ist. Naja. Schon passt jetzt. Anyways, jetzt steht das Ding. Lustig. Gell? Wenn man keine so großen Probleme hat, auf den Gipfel zu kommen, dann warum nicht die Slackline mitnehmen und ein bisschen Slacklinen gehen? Das wäre sonst total langweilig gewesen da oben. Ja, haben wir es eigentlich quasi geschafft zur Hütte. Ja. Haben wir noch ein paar Stunden Zeit, heute ein bisschen Slackline ausprobieren auf dem Gletscher. Und dann gehen wir früh schlafen, weil aufstehen wird ziemlich früh werden. Ja. Aber verdammt warm hier oben. Krass. Übel. Also um die Uhrzeit morgen wollen wir auf jeden Fall zurück sein. Ja, ich glaube es auch. Was haben wir denn jetzt? Ja, es ist 3:45. Okay. Also da wollen wir auf jeden Fall wieder runter sein. Wird aber knackig, oder? So wie ich gucken habe, dauert es 12 Stunden die Tour. Ja. Man merkt auf jeden Fall, dass man auf 3,8 mit der Bergbahn hochfährt. Ja, der Körper ist nicht so ganz angekommen, gell? Selbst mit der Akklimatisierung, die wir haben, ist doch irgendwie ein Schock. Erst einmal. Stimmt. Der Plan ist jetzt, dass wir mal kurz ausprobieren, ob unser Setup so für den Gipfel funktioniert. Also für den Fall, dass wir keine Freiwilligen oben finden, die uns helfen, sozusagen die Human Powered Slackline aufzubauen. Da wir unsere Pickel quasi eingraben in Schnee, also einen toten Mann-Anker bauen. Ja, ich finde es spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es dann am Mont Blanc oben ausschaut. Aber es ist bestimmt lustig. Jetzt schaue ich mir gerade die Teeanker an, ja. Diese Bauen. Aber ich glaube, er hat gerade gesagt, dass da nur Abseilbelastung quasi auf die Fixpunkte kommt. Ich hätte mir gedacht, dass das mehr ist.
Aber das ist auch kurz, oder? Au! Geh mal runter! Du musst jetzt auf deinen Muskel nehmen, auf deinen Delta-Muskel. Ja. Und mit den Händen wirklich hochdrücken. Voll okay. Das ist nicht einfach. Ja. Ist ein bisschen eine Bastlerei, aber es wird funktionieren. Der wird um den zu essen, der Lukas, oder? Ja, der wird leicht die Diät kriegen. Die Spinner. Ich bin schwer beeindruckt, ja. Die Sache. Der Testlauf mit der Human Powered Slackline vor der Hütte hat bestens funktioniert. Nun bin ich einfach mal gespannt, ob auf dem Gipfel morgen alles genauso klappt, wie ich mir das vorstelle. Sind wir grad? Wir sind jetzt gerade auf 4,4. Wir verlieren jetzt ein paar Höhenmeter bei der Querung, dann sind es noch gute 400 Höhenmeter zum Gipfel. Ja, im Grunde genommen, die technischen Schwierigkeiten sind vorbei. Ab jetzt ist ein Konditionsgame, eigentlich nur noch Stapfen. Je schneller wir oben sind, desto besser. Den Abstieg nach. Ziemlich geschissener Wind. Jetzt langsam wird es auch zäh. Wir sind irgendwie 4,5 Stunden unterwegs. Eigentlich sind wir echt schnell unterwegs, aber die Tour ist verdammt lang. Jetzt haben wir noch 200 Höhenmeter zum Gipfel. Und ich hoffe, der Wind, der wird nicht schlimmer. Momentan ist es echt übel. Kühlt sauer aus. Aber ja, ich hoffe, es passt schon. Jetzt müssen wir es durchziehen. Oh mein Gott! Brutal. Wir haben alles geschafft im Prinzip, aber ja, halt echt nur zwei Versuche auf der Line. Ganz kurz, ich meine, super anstrengend für die Leute hier auf 4800 Meter noch an der Slackline zu ziehen. Wir sind froh, wenn sie ihren Gipfel gemacht haben und super geil, dass die uns trotzdem geholfen haben. Mega geflasht. Die Antoni hatte den härtesten Job. Die musste auf der einen Seite komplett den A-Frame machen. Ja, drückt halt voll in den Schnee rein, drückt sie voll auf die Schulter, die Leine. Also schon echt zäh. Aber wir haben es geschafft, voll geil. Und der höchste Gipfel Europas, ja, mit einer Slackline versehen. Mega. We'll be right back.
die ist noch im Langweg. Nee, das sind die, ah, nee, das Bolts. Sind die Bolts. Ja, wir sind jetzt an der Vordergrauspitze und da ist halt irgendwie für mich als Highliner so ein bisschen die Hauptherausforderung, dass der Berg einfach kein sonderlich festes Gestein hat, sondern es ist eigentlich so, ja, man könnte jetzt frech sagen, es ist ein riesen Schutthaufen, aber es ist halt einfach nichts Festes da und recht viel loses Gestein. Dementsprechend ist die Verankerung von der Slackline halt echt eine Herausforderung an dem Berg. Auch wenn jetzt vielleicht das Hochkommen auf den ersten Blick nicht so schwierig erscheint, ist das der Highliner da oben durchaus nicht so einfach. Ja, wir sind jetzt gerade an der hinteren Grauspitze angekommen und müssen jetzt noch rüber den Grat auf die Vordergrauspitze. Erst einmal ein bisschen eine Abkletterstelle, das ist ein bisschen exponierte Zweierkletterei. Bin jetzt mal echt gespannt, wie das mit Steigeisen so tut. Erstmal müssen wir so abfinden, was runter geht. Aber dann, wenn wir auf dem Grat sind, eigentlich nur noch straightforward rüber und dann ja, müssen wir auf die Uhr schauen. Jetzt ist schon 5. Schon knapp heute, dass wir noch was hinkriegen mit Aufbau, aber es ist einfach mal Gas geben. Die geht schon gleich hier rüber, ja? Irgendwo in dieses riesige Schuttfeld da rein. Wenn der große Stein den kleinen Stein kaputt macht, dann sind wir gut. Ja, einzuschätzen, ob so ein Block hält, ist tatsächlich schwierig. Also es ist natürlich viel Erfahrung. Genau, also ich hab Maschinenbau studiert und da lernt man natürlich ganz gut irgendwie mit Kräften umzugehen und halt solche Sachen einzuschätzen. Auch irgendwie, was jetzt Sachen halten und so weiter. Hilft einfach bei der Einschätzung. Also inzwischen bin ich jetzt am Arbeiten. Genau, und das hilft einfach. Und natürlich zusätzlich die Erfahrung mit dem Highlinen. Also ich mache das Ganze jetzt auch schon seit 2010. Das ist jetzt auch schon eine Zeit. Also das Coole an den wieder entfernbaren Bolts ist, dass wir die wie so ein Keil oder wie so ein Friend eigentlich im Endeffekt da einstecken und drehst eigentlich nur die Sicherung zu. Und dann hebt das Ding von da her. Und am Schluss kann man es einfach wieder rausmachen. Und dann bleibt nur das kleine Löch zurück. Und das kann man, glaube ich, vertreten. Also Januar 2011 waren wir das erste Mal beim Highlinen. Das hat echt, und seitdem kennen wir uns und machen einfach viele Projekte zusammen. Und Liebe auf den Unsere Freundinnen sind eh eifersüchtig. Ja, aber Vollgas. Ich meine, jede Highline ist letztendlich ein Unikat, oder? Und du rennst immer auf neue Berge rauf, hast immer einen neuen Blick, hast immer neue Kreativität, die Anker aufzubauen. Ich meine, hier haben wir jetzt ja auch wieder eine halbe Stunde überlegt, wie macht man es jetzt? Ja, es ist immer wieder aufs Neue. Irgendwie hat man immer wieder das Gefühl, dass man eigentlich noch nie Highline gemacht hat. Jetzt mal ist irgendwie neu und jetzt mal ist man wieder am Basteln und Tüfteln und ist ja spannend. Der Lukas sich einen Sonnenaufgang will. Genau, weil der Lukas unbedingt einen Sonnenaufgang will. Deswegen die Rigging-Aktion in der Nacht. Ja. So exponiert habe ich gerade noch nie geschlafen. Safety first. Also ich habe mich noch nie in einem Biwak festgehängt, ehrlich gesagt, aber. Da, Michael, das auf jeden Fall. Juli? Ja? Gute Nacht. Nicht runterfallen heute Nacht, gell? Nee, muss noch Zeit putzen, dann bin ich ready. Ja.
aufregende Nacht, echt ziemlich crazy. Ich habe irgendwann mal mitten in der Nacht einen Haufen Steine neben mir runtergeschmissen, hat sauber gescheppert in dem Galli da unten. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie, keine Ahnung, meinen Rucksack runtergeschmissen oder so. Ich bin voll panisch aufgewacht. Aber ist anscheinend irgendwie nichts passiert, also ich habe noch nichts gefunden, was fehlt. Das Gefühl ist gut. Die Line ist stabiler verankert als gedacht. Nichts bewegt sich, nichts gibt nach. Alles hält. Die Stimmung ist überwältigend und ich bin ehrlich froh, dass alles geklappt hat. Was für ein riesiger Schutthaufen, aber ein schöner Haufen Steine. Jawohl. Hier ist warm. Schon schön, da lohnt sich das ganze Frieren, ne? Ninja! Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Thanks for having me. So you're coming with us to Triglav? Yeah, sure. Nice. Looking forward to doing a Triglav descent with a lot of Slovenians. Not a lot, but a few. Still. all of the Highland community of Slovenia at least. Nice. I have never been to Triglav at all. Like at all. But they say that you're not a true Slovene until if you've never been on the top, right? This is now the perfect occasion to go to Triglav. Kako si krasan. Kako si krasan. Oj, Triglav moj, bum, 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 Triglav moj dom, Triglav moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav moj dom. During World War II, it was like a really important game who will put a flag on top. Yeah. So Italians wanted their flag on top and the partisans brought the Yugoslavian flag. They were like dying just for who's gonna have the flag on top. I was barefoot for a month and then I went back to shoes and realized it's not so good. And the world is bigger, so there's more things to feel. There's not just warm, it's also cold. It's not just soft, it's also sharp. So the world is bigger, so why have a smaller wall? What an adventure. You're crazy, Gaspar. You're crazy. Because now it's really dangerous. Yeah, I think that's the main part. The icy snow now is really slippery.
to a better start and good wish for better company. Yeah? Are you guys excited? I am! Finally, I'm a Slovene! Finally! Yeah, this baptism is a traditional activity here on top of Triglav. When you first came to the Triglav, you become a true Slovenian. And you get slapped with the rope. But we are slackliners, so we got baptized with slackline. Die Seven Summits der Alpen zu besteigen, war ja für mich von vornherein irgendwie einfach ein Gedanke, bei dem ich schon im Hinterkopf hatte, dass ich einfach all diese Gebirgsstöcke, all diese Gegenden einfach auch mal sehen möchte, diese Länder irgendwie ein bisschen erkunden. Und ich glaube, ich habe einfach auf dieser Reise jetzt so viele neue Plätze kennengelernt, wo ich eigentlich jetzt schon wieder so viele neue Highline-Ideen, so viele neue Möglichkeiten im Kopf habe, dass ich sicherlich nicht das letzte Mal in Chamonix oder in Zermatt war. Und es war eigentlich auch für jeden, der mit dabei war, habe ich das Gefühl, einfach eine Bereicherung und irgendwie eine neue Erfahrung. Und es ist einfach cool, wenn man merkt, dass man nicht nur alleine für so ein Projekt brennt, sondern dass die Leute, die mich dabei unterstützt haben, dann auch wirklich alle so richtig Feuer fangen von der Idee und einfach gemeinsam sozusagen diesen tollen Moment erleben zu dürfen, wo jeder natürlich schon eigene Ziele hat, eigene Träume und Visionen hat, aber man dann doch gemeinsam einfach am Gipfel steht und in dem Moment auf jeden Fall einfach den gleichen Traum teilt.